Ja, moin und guten Tag zu diesem schönen neuen Video. Spieltagsanalyse. Wir waren gestern in Fürth. Auswärtsspiel. Schön 3-1 gewonnen. Und ja, die Anfangsphase haben wir Fürth dominiert. Fürth wusste erstmal gar nicht, mit uns umzugehen. Folglich haben wir dann auch das 1-0 gemacht. Und ja, soweit die Aufstellung in Ordnung. Wir haben drei neue, die waren aber noch nicht mit dabei. Zumindest auf der Bank, aber spielerisch in der Startelf noch nicht. Ausverkauft war es nicht. Mit 10.000 Fans war das Stadion nicht ganz ausverkauft. Ja, und spielerisch kann man in den ersten 30 Minuten nicht sagen. War alles so wie gehofft, aber nicht erwartet. Ja, ich hatte schon Fürth ein bisschen stärker eingeschätzt, aber man muss dazu sagen, sie haben letzte Woche eine herbe Klatsche von 0-5 bekommen. Da war es dann nicht ganz so einfach, auch mental und psychisch das wegzustecken. Das kann man dann der Mannschaft auch nicht ankreiden, wenn sie da ein bisschen verunsicherter ist. Aber an sich einen stabilen Anfang. Na, wie gesagt, folglich dann der 1-0, die 1-0-Führung übrigens aus einem Sonntagsschuss. Also wir hatten irgendwie mehr Sonntagsschüsse, als dass es gewollt ist. Ein schönes Tor, ein tolles Tor, haben wir dann 1-0. Ja, und dann Halbzeit war alles in Ordnung. Bis dahin. Fürth wurde zwar nochmal stärker, aber an sich hat es Fürth dann nicht geschafft, uns zu überwinden. Ja, und an sich war es dann auch so, Halbzeit, ja, konnte man dann sehen, dass wir auch spielerisch stärker waren in den Statistiken und so weiter. Also war schon ganz in Ordnung. Die zweite Hälfte war dann, in dem Sinne, sind wir dann aus der Pause gekommen, haben ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, weil Fürth dann doch noch mal sehen wollte, ob sie überhaupt noch was können. Und da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Gut, das Anschlusstor, ne, war dann auch aus so einem flachsigen Halbfeld einfach mal draufgezimmert. Ron-Robert Zieler konnte gar nichts machen. Der Ball ist am Pfosten und ins Tor. Ja, unser zweites Tor übrigens war auch aus, ich glaube, fast 25 Metern einfach mal draufgehalten und dann geguckt, ob es reingeht. Also irgendwie nur so Sonntagsschüsse, so Traumschüsse. Scheißegal am Ende. Wir haben ja drei Punkte und dann. Das 3-1 war dann wichtig für uns, weil das war nicht, ich glaube, keine 3 Minuten oder 4 Minuten nach dem 2-1 oder 1-2 für Fürth, haben wir dann das 3-1 gemacht. Das war für uns mental stark. Das musste sein für uns. Und denn mental ist das schon stabiler, wenn du dann weißt, dass du auch gegenhalten kannst und dass du die Tore dann auch machen kannst. Und bis zum Schluss haben wir das dann gut durchgekriegt, haben endlich mal konzentriert durchgehalten und auch konzentriert verteidigt. Ja, und am Ende haben wir dann eben die 3 Punkte mit nach Hause genommen. Jetzt gibt's eine blöde, doofe Länderspielpause mit zweimal Deutschland, Nationalmannschaft. Einmal ist es am kommenden Wochenende gegen Japan und dann hinten unter der Woche, nächste Woche dann gegen Frankreich. Ja, und dann kommt ja an dem Wochenende nach der Länderspielpause jetzt sind wir zu Hause gegen Osnabrück dran. Dann ist das ist ein Niedersachsen-Duell wieder dran. Osnabrück.
Ja, dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Osnabrück ist ja auch Aufsteiger. Die haben zwar leider am Wochenende gegen Elversberg 1-0 verloren, ganz unglücklich. Oh, mal gucken, die wollen natürlich hier in Hannover auch was reißen. Sehen wir mal, wie es aussieht. Also, ich bin mal gespannt. Jetzt erstmal die 3 Punkte. Das ist ein gutes, mentales, auch psychisch gutes Ergebnis. Auch ergebnistechnisch zu sehen, dass wir auch mal einen Rückschlag endlich mal verteidigen können. Weil das haben wir ja diese Saison, am Anfang der Saison, noch nicht so ganz geschafft. Wir waren ja schon mal in Führung, haben sie dann leider nur wieder aus der Hand gegeben. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, auch mal zu verteidigen. Das sollte aufgebaut werden, da sollte dran gearbeitet werden. Mal gucken, was sich Leitl noch einfallen lässt oder mal überlegen lässt, was auch abwehrmäßig noch ein bisschen stärker bleibt. Aber wir haben es ja jetzt geschafft erstmal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Seht ihr, ich sitze draußen entspannt. Lasst mir gut gehen und dann schönes Restwochenende. Oder, nee, warte mal. Falsch. Schöne Woche. So, wir sind ja Montag schon. Schöne Woche, angenehme Woche und wir hören uns ja dann unter der Woche wieder, ne? Und mal gucken, ob ich zu den Länderspielen auch ein kleines Spieltagsanalyse mache. Mal gucken. Bin ich noch am Überlegen, ob ich die Nationalmannschaft auch ein bisschen mit dran beteilige. Aber das sehen wir dann. Alles klar, eine angenehme Zeit, eine angenehme Woche. Entspannt euch gut. Sonne soll ja super werden. Dann können wir uns das ja am Nachmittag mal draußen behandeln und dann angenehme Woche. Bis dahin und